Hallo und herzlich willkommen zur Halbfinalpartie der Weltmeisterschaft 2010 zwischen Deutschland und Spanien. Beide Teams im Vergleich zum Viertelfinale nur mit wenigen Änderungen. Auf spanischer Seite immer noch Fernando Torres im Sturm. Trotz einiger Kritik, die er zuletzt einstecken musste. Die weiteren Spieler in der spanischen Aufstellung sind Casillas im Tor, Ramos auf der rechten Abwehrseite, Capdevila auf der linken Abwehrseite. Pique und Puyol bilden die Innenverteidigung. Im defensiven Mittelfeld Xavi und Xabi Alonso. Im offensiven Mittelfeld Iniesta und Silva. Villa zudem noch als hängende Spitze, fünffacher Torschütze, auch in diesem Spiel wieder dabei. Deutschland tritt an im Tor mit Manuel Neuer, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Arne Friedrich und Boateng. Das ist die Viererkette, die auch schon gegen Argentinien so brillant miteinander harmoniert hat. Khedira und Schweinsteiger nach wie vor im defensiven Mittelfeld. Auf der linken Seite Podolski. Lediglich auf der rechten Seite gibt es eine kleine Änderung. Hier ersetzt Marco Marin den gesperrten Thomas Müller. Im offensiven Mittelfeld als hängende Spitze Mesut Özil. Und als einzige Sturmspitze im deutschen Team Miroslav Klose. Der Schiedsrichter wird in Kürze anpfeifen. Es ist die Neuauflage sozusagen der letzten Begegnung zwischen diesen beiden Mannschaften. Damals bei der Europameisterschaft 2008, als Spanien sich mit 1:0 gegen Deutschland durchsetzen konnte und zum zweiten Mal den Europameisterschaftstitel erringen konnte. Wer wird ins Finale einziehen? Der Europameister oder der Vize-Europameister? Wir werden es in wenigen Augenblicken erfahren. Und Anstoß wird Spanien haben. Beide Mannschaften nahezu unverändert. Man darf gespannt sein, wie Deutschland auf den Ausfall von Thomas Müller reagieren wird. Philipp Lahm passt zu Khedira. Doch der bleibt hängen. Xabi Alonso auf Ramos. Sergio Ramos auf Iniesta. Und der spielt den Ball durch, doch da steht kein spanischer Spieler. Leichtes Spiel für Manuel Neuer. Und solche Bälle geben ja auch Sicherheit. Marco Marin bleibt hängen, kommt nicht durch. Und, das sind Situationen, die gefährlich werden können. Lücken in der Abwehr der deutschen Elfe mit einem einzigen Pass. Das hätte gefährlich werden können. Capdevila auf der linken Seite gegen Marco Marin. Capdevila, immer noch Capdevila, doch Marin. Sehr schön. Gute Defensivaktion von Marco Marin. Philipp Lahm im Zusammenspiel mit Marin. Doch Torres kann sich durchsetzen. Torres gegen Lahm. Flankt rein. Auch Manuel Neuer ist zur Stelle. Jerome Boateng. Lukas Podolski. Jetzt muss es schnell gehen. Pass auf Klose. Doch der bleibt an Pique hängen. Spanien bislang sehr gut organisiert. Podolski. Jetzt vielleicht die Flanke. Da. Sergio Ramos auf Xabi Alonso. Abwehrchef Puyol vor Klose. Klose, was macht er? Abseits. Podolski im Abseits. Man merkt zu Beginn den Willen der deutschen Mannschaft. Doch bislang noch kein Mittel. Die Spanier einfach zu gut organisiert zurzeit. Capdevila auf der linken Seite. Auf Torres, doch der Ball bleibt Gott sei Dank bei Friedrich hängen. Ramos auf Iniesta. Auf der rechten Seite geht immer noch Ramos. Jetzt muss die Flanke kommen. Oh! Riesenchance für
Villa. Gut aufgepasst von Manuel Neuer, dessen Vorderleute in dieser Situation komplett geschlafen haben. Oh, Marco Marin, vielleicht jetzt mal auf der rechten Seite. Nein! Cap de Villa schnappt sich den Ball. Schweinsteiger, Khedira, jetzt wieder auf Podolski. Das meiste im deutschen Spiel geht wirklich über die Linke, über die Podolski-Seite. Und, Flanke zu Klose kommt nicht an. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Klose muss zurückpassen. Doch die spanische Mannschaft nach wie vor sehr gut organisiert. Jetzt vielleicht die Lücke. Klose, Klose vor! Casillas und da ist das 1:0, wie aus heiterem Himmel. Unglaublich. Eine unglaubliche Aktion. Bringt Deutschland in Führung. Podolski sieht Klose. Da wurde die einzige Lücke in der spanischen Hintermannschaft sofort eiskalt ausgenutzt. Und Spanien nun im Hintertreffen. Muss nun offensiver agieren als in den ersten Minuten. Torres kann sich nicht gegen Friedrich durchsetzen. Ja, Flankenwechsel funktioniert nicht. Und auf deutscher Seite wird es bereits die erste Auswechslung geben, noch im ersten Durchgang. Man darf gespannt sein, was Joachim Löw damit bezwecken will. Boateng geht raus für den gesperrten Müller und... Oh mein Gott. Das ist... Ja. Das sind so Situationen, die... Ja, auch ein Let's Player nicht vorhersehen kann, dass ein eigentlich gesperrter Spieler eingewechselt wird. Okay, wir machen Folgendes. Es ist gar nicht Thomas Müller. Es ist Holger Badstuber, der für Boateng auf der linken Seite... oh Gott. Ja, ist halt so. Badstuber nun im defensiven Mittelfeld, Khedira auf der linken Seite in der Abwehr. Interessante Maßnahme von Joachim Löw. Und Iniesta nun, was ist da los? Gerade nochmal rechtzeitig gerettet. Das sind dann Situationen, mit denen selbst ein Reporter überfordert ist, Epic Fail, würde ich sagen. Epic Fail. Ja, aber egal. Hey, da ist Holger Badstuber in der Offensive. Holger Badstuber auf Marco Marin. Kommt nicht an, der Ball. Oh mein Gott, was ist hier los? Ja. Ramos. Und der Ball kommt wieder zu Badstuber. Der passt den Ball auf Podolski, aber kommt nicht an. Villa nun. Villa. Nein, das wird nichts. Khedira nun auf der linken Seite. Pass auf Schweinsteiger. Doch Spanien nach wie vor gut organisiert. Der einzige Fehler der spanischen Mannschaft wurde ausgenutzt. Und der starke Cap de Villa nun wieder auf der linken Seite. Lahm. Lahm kann sich durchsetzen. Sehr gut. Nun heißt es wieder Ruhe ins Spiel bringen, auf jeden Fall kurz vor Ende der Halbzeit. Keinen unnötigen Ausgleich riskieren. Müller. Müller, ich meine Badstuber. Und da ist Gott sei Dank die Halbzeit. Ja. Deutschland führt mit 1:0 zur Halbzeit. Interessant. So kann es weitergehen. So ist das Endspiel zum Greifen nahe. Insgesamt eine sehr defensiv geführte Partie mit nur einem einzigen Torschuss. Und der war sofort drin. Ballbesitz auf spanischer Seite natürlich sehr hoch. Aber Spanien muss nun kommen in der zweiten Halbzeit. Man darf gespannt sein, wie das ausgeht.